Da bin ich schon wieder. Im letzten Video haben wir Commits gemacht und jetzt schauen wir uns noch was ganz anderes an, Git Remote. Also Git ist ein verteiltes Versionskontrollsystem, das heißt, Sie können lokal arbeiten, Sie können aber auch mit einem Server zusammenarbeiten. Und in dieser Übung haben wir vor allem lokal gearbeitet mit dem Repo Git Exercises. Wir haben aber auch noch das Repository Git Demo gesehen. Jetzt irgendwann mal, wenn Sie mit Git arbeiten, in der Regel bei den meisten Repositories wollen Sie die irgendwann mal auf einem Server haben. Und dazu richtet man ein sogenanntes Remote ein. Also wenn Sie hingegen das Repository geklont haben, dann gibt es ja schon ein Remote. Also ein Remote ist eine Verbindung zu einem entfernten Repository. Dann ist das schon da. Und dieses Remote heißt standardmäßig Origin. Das bedeutet Ursprung oder Quelle. Also der Reihe nach, Sie machen Git Clone, klonen ein Repository, gehen dort rein, dann gehen Sie den Befehl Git Remote ein und dann sehen Sie eben die Verbindungen des lokalen Repositories zu einem Repository auf einem anderen Server. Und hier gibt es einfach Origin aus. Also Sie haben eine Verbindung zu einem Server, die heißt Origin, Ursprung, Quelle, wie auch immer. Interessant, mit Git Remote minus V geben Sie dann an, also sehen Sie dann, wie die genaue URL aussieht von diesem Origin. Und zwar, hier gibt es zwei Linien, also woher die Änderungen kommen und wohin ihre Änderungen gehen. In der Regel ist das die gleiche URL, vertiefen wir hier nicht. Wichtig ist einfach damit, dass Sie mit Git Remote minus V die URL kontrollieren können. Sie erinnern sich vielleicht ans Modul 346. Sie mussten dort jeweils ein Repository forken und den Fork klonen, nicht das Original, weil sie auf dem Original keine Schreibrechte hatten. Und ich habe oft, wenn es nicht funktioniert hat bei Ihnen, gesagt, geben Sie den Befehl git remote minus v ein und dann sieht man sehr schön, hier steht mein User. Also wenn es jetzt Ihr User wäre, dann haben Sie hier Berechtigungen darauf, weil es Ihr persönliches Repository ist mit Schreibrechten, weil es Ihr persönlicher Fork ist. Wenn hier hingegen M426 steht oder M346 gestanden ist, dann war es das zentrale Repository, wo Sie keine Schreibrechte haben. Und darum hat eben das Git Push dann nicht funktioniert. Darum dieser Befehl Git Remote minus V. Wie man es umkonfiguriert, habe ich Ihnen dann jeweils gezeigt, haben wir dann noch im Detail anschauen. Als nächstes möchte ich mal zeigen, wie man ein neues Remote hinzufügt. Wir gehen jetzt davon aus, dass Sie, ja, es gibt verschiedene Beispiele, also dieses lokale Git Exercises, das ist nur lokal bis jetzt, dass Sie das irgendwo vielleicht auf GitHub stellen möchten. Und das macht man mit Git Remote, mit dem Befehl Add, also mit dem Unterbefehl Add. Git Remote gibt Ihnen ja einfach hier das da aus. Git Remote Add fügt ein neues Remote hinzu. Und zwar, ich nenne das jetzt mal GitHub. Stellen Sie sich vor, ich habe auf GitHub ein neues Repository erstellt und möchte mein lokales Repository nun mit dem Repository auf GitHub verbinden. Mache Git Remote Add. Als Name wähle ich GitHub. Das ist völlig willkürlich. Sollte am besten ein entsprechender Name sein. Können auch Frickelbude nehmen, wenn Sie code.frickelbude.ca verwenden als Server. In diesem Fall ist GitHub. Diese URL zeigt Ihnen dann GitHub an, wenn Sie ein neues Repository erstellen. Und damit sagen Sie, dass es sich damit synchronisieren soll, bei den entsprechenden Befehlen. Sie können Git Remote Show machen. Dann wird angezeigt, wie diese Remote Connection genau aussieht. Und Sie können es auch umbenennen. Git Remote Rename, zum Beispiel Origin in the One and Only benennen. Ich demonstriere das ganz kurz. Ich gehe zurück ins Git Demo Repository, Git Remote Origin, Git Remote minus V, gibt aus Origin mit dieser URL. Sie sehen, dass das zentrale Repository, ich kann es bearbeiten. Sie werden das nicht können, wenn ich die Rechte korrekt konfiguriert habe. Mach nochmal Git Remote Show Origin. Was gibt das aus? Genau das gleiche, recht ausführlich. In der Regel verwende lieber Git Remote minus V, wenn ich nur diese URL sehen möchte, denn Rest interessiert mich eigentlich nicht unbedingt. Und das wäre dieser Git Remote Befehl. Wenn man das Remote eingerichtet hat, kann man dann mit Push kann man seine Änderungen dort hochspielen. Und man gibt dazu das Origin an, vielleicht auch den Branch. In der Regel
müsst ihr es nicht angeben. Sie hätten einfach das Remote verwendet, das sie als letztes verwendet haben, also in Origin oder GitHub, was auch immer. Werden wir dann noch üben, müsst ihr nicht im Detail verstehen. Jetzt haben wir die achte und letzte Aufgabe. Gehen Sie auf code.frickelbude.ch und erstellen Sie ein neues Repository. Nennen Sie dieses Git Exercises. Sie brauchen keine weiteren Einstellungen vorzunehmen. Vielleicht hätte ich das zusammennehmen sollen, Instruktion 1 und 2. Geht es da nochmal code.frickelbude.ch. Geh mal darauf. Mach es ein bisschen größer und Sie sehen hier, hier hat es ein Plus, hier hat es ein Plus. Neues Repository, ich klicke einfach mal hier. Ich bin der Besitzer und ich nenne das Ding Git Exercises. Sichtbarkeit spielt übrigens keine Rolle, weil nur eingeloggte User etwas sehen können und es ist ein privates, gehört nur Ihnen, Sie können es gerne so lassen. Sonst brauchen Sie nichts einzustellen, machen Sie Repository erstellen. Ich habe das dummerweise schon gemacht, dann nenne ich es jetzt einfach mal Git Exercises 2. Bisschen unglücklich, egal. Okay, das wäre erledigt. Was muss ich als nächstes machen? Auf der nächsten Seite werden Hinweise angezeigt, unter anderem Befehl Git Remote Add und so weiter. Also das sind diese Hinweise, Git Remote Add und die URL, Add Origin URL. Wechseln Sie in die Git Bash, wo Sie im Verzeichnis Git Exercises sein sollten. Okay, war ich vorher. Ich gehe mit cd... wieder zurück. cd Git Exercises. Bin jetzt dort drin. Fügen Sie das Remote gemäß den Anweisungen hinzu. Git Remote Add, kann das gleich so kopieren. In der Git Bash mit Shift Insert einfügen. Das hat geklappt. Git Push, ich muss die Instruktion lesen. Führen Sie den Befehl Git Push Origin Master aus. Git Push Origin Master. Jetzt wird das da hochgepusht. Laden Sie die Seite im Browser neu. Was fällt Ihnen dabei auf? Drücke einfach Ctrl R. Die Dateien sind jetzt da. Das fällt mir auf. Das ist genau das, was ich wollte. Okay, das wäre die achte Aufgabe gewesen. Ich gehe gleich noch schnell weiter mit dem Rest. Das ist nicht mehr so viel. Synchronisieren, Fetch und Pull. Wenn Sie Änderungen vom Server runterziehen möchten, haben Sie zwei Varianten. Mit Fetch holen Sie die Metadaten, dann sehen Sie, was geändert worden ist, also ob was geändert worden ist. Mit Git Pull holen Sie sich dann auch die inhaltlichen Änderungen runter. Ich brauche in der Regel nur Git Pull. Wenn Sie in einem riesigen Repository arbeiten mit vielen Branches, ist vielleicht ein erstes Git Fetch mal sinnvoller. Kleines Detail. Und dann habe ich einfach mal alle Befehle aufgelistet, die wir hier benötigt haben. Können Sie mal durchgehen, vielleicht einen kleinen Spickzettel daraus machen, wie Sie wollen. Das wären diese Slides gewesen und die Übungen. Ich hoffe, Sie können das jetzt ein bisschen nachvollziehen. Ich muss sicher noch zwei, drei Sachen dann in den Slides korrigieren auf die nächste Durchführung. Aber grundlegend mit Git arbeiten sollten Sie nun können. Schreiben Sie sonst noch, falls Sie das Video auf YouTube sehen, in die Kommentare rein, was Sie nicht verstehen. Kann ich Ihnen noch helfen. Oder ansonsten wieder im Unterricht. Dann bedanke ich mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen gutes Gelingen bei der Arbeit mit Git und bis bald.